Naja, musst du dich wohl mit abfinden. Ha, ha, ha. Lars ist einfach ein super Typ. Ach, Prof ist ja noch da. Hallöchen. Hast du gehört, Prof? Du hast jetzt 3 Monate hier zu bleiben. Das hat Lars gesagt. Beziehungsweise Lapis. Neuer Tarif, Knebelvertrag, wo ich nicht mitspiele. Oh, okay. Wieso kündigen aktuell alle ihre Jobs? Hab alles gehört. Dann ist gut. Frag mich, warum es in ist. Ach so, warum es in Auswo aus Ausrufezeichen. In Anführungsstrichen ist. Mann, in Ausrufezeichen. Oh Gott, ich gehöre echt ins Bett. Ich mache hier noch einen Versuch und dann. Nein, dann hekse ich nicht. Dann gehe ich schlafen. Also dann streame ich. Dann raid ich. Oh Gott. Ey, es geht heute gar nicht so irgendwie. Ich glaube, ich habe zu lange draußen in der Kälte gestanden, ne? Oder vielleicht waren auch einfach die Feuerwehrautos zu laut. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Verdammt! Ich dachte, ich kriege die mit 2 Schlägen weg. Dann kann sich der Große nämlich nicht dran heilen. Oh. Also der erste Schlag ist immer der stärkere. Geht er auf den und der zweite, der schwächere, geht auf den. So. Und da ist schon der nächste, Alter. Verdammt, er hat sich geheilt. Weil er ein ganz besonderer Supertyp ist. Ja. Macht es nicht besser. So, wir trinken einen unserer Tränke. Wieso hatten wir den anderen schon getrunken, den ersten? Wieso erinnere ich mich nicht mehr dran? Ich gehöre echt ins Bett. Der hält sich jetzt bestimmt wieder. Ich hab's gewusst. Ich darf nicht mehr auf die Kleinen gehen, der wird sich sofort heilen. Mach ich, Labis. So. Glas ist wieder leer. Immer auf die Kleinen. Ja. Oh mein Gott. Er ist tot! Ich hab's geschafft! Alter! Muss dir reich mit dem Mitsingen. So. Gott, Alter, war das schwer. Ja, das ist tatsächlich der seltsamste Garten überhaupt. Darf ich das klippen? Du darfst alles klippen. Das steht dir komplett frei, was du klippen willst, wann du es klippen willst. Es steht dir frei, was du klippen möchtest, wann du klippen möchtest, wie lange du es klippen möchtest und wie oft du es klippen möchtest. Die alte nur am Rumgackern hier. Du wolltest, dass ich witzige. So, hier fehlt der Kanalpunkt Witze erzählen. Das Problem ist, dass ich keine Witze kenne und mich hauptsächlich auf Gamen, also auf Zocken, fixiere als irgendwie Just Chatting oder so. Ich habe aber auch kein Problem, Just Chatting hin und wieder zu machen, wenn man ein Thema hat, worüber man reden kann. Und ich könnte Witze auch so erzählen. Erzählen einen Witz, go. Kommt ein Pferd in die Bar, fragt der Barkeeper, ey, wieso so ein langes Gesicht? Ah! Bis Ende. So. Der ist gut. Nicht wirklich, aber okay. Kannte ich noch gar nicht. Echt nicht?
Alter, der wird in einem Lied von einem richtig großen YouTuber, wird der ja da wird er ja gesagt. Ich möchte jetzt hier den Namen nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob ich das überhaupt darf. So, also wir sollten die alte Dame auf jeden Fall einige Fragen stellen, sobald wir hier raus sind. Ja, lass uns zurückkehren, lass uns zurückkehren. Erzähl den Dorfbewohnern von meinem Erfolg. Du hast gar nichts gemacht, Fee. Sarkasmus kann man echt schlecht lesen. Nee, ich habe mir doch schon gedacht, dass das sarkastisch war. Du bist super toll. Ja. Kein Danke an dich, MT. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Ja, eine Truhe. Ach Mann, jetzt lauf doch. Ich will so. Oh geil, ein Token. Wir haben noch ein Skill-Token. Damit gehe ich dann aber zu dem anderen Typen. Ups, ich kann ja nicht über das Schwarze, über das Dunkelgrüne darüber. Gibt es im Programm, dass immer ein nach mein, immer ein Kappa nach meinen Sätzen macht? Kappa? Ich, nö. Ja, bestimmt. Gibt's bestimmt, aber naja. Okay, die Handschuhe sind kaputt gegangen. Zum Glück haben wir es geschafft, den kompletten Weg zurückzuklettern, bevor sie kaputt gebrochen sind. Controller laufen, ne? Das ist schwer. Du kannst. Ich weiß nicht, ob das ein I sein soll oder ein kleines L. Also entweder MLRC oder MIRC kaufen und das darüber dann scripten. Beziehungsweise scripten, so rum. Aber ich habe doch vorgestern erst Winra gekauft. Okay. Selbst schuld. da der Twitch-Chat auf dem klassischen IRC. Also war es I, okay. Kein L. Internet Relay Chat basiert. So viel Geld habe ich nur auch nicht. Ja, Pech. Ich werf mich weg, du bist eine Kanone. Danke, danke. Ist halt empty, ne? Das ist der Grund, wieso er, obwohl er so fies ist, von mir noch nicht ein einziges Mal einen auf den Deckel bekommen hat, von wegen Timeout oder Mute oder. Was heißt Mute? Das ist Timeout. Timeout oder sonst irgendwas. Ach, du warst die erste Person oder die eine Person, die die Bilanz um 1 erhöht hat. Und ich versuche es wirklich jeden Tag. Das ist richtig, MT. Das versuchst du tatsächlich. Der erste Mensch, der Winra echt kauft. Ja. Winra nutze ich tatsächlich nicht einmal mehr, fällt mir gerade so auf. Ach ja. So, wir wollten sie fragen. Sie bedankt sich halt nochmal dafür, dass wir einer alten Dame helfen. Dieser riesige Garten, beziehungsweise dein großer Garten. Ja, Liebes. Oh Gott, wir werden direkt wütend. Er ist enorm groß, gefüllt mit Monsters und riesigen Käfern. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Fake-Pick gewesen. Wusste nicht, dass das tatsächlich so ist, dass eine Person Winra gekauft hat. Wir haben die Mira geholfen, yay. Bess? Okay. Ich sag dazu nichts. Alte Dame? Ja. Ich bin keine alte Dame.
Verzeihung, ich neige zu kontern. Alles gut, Lapis. So, meine lieben Liebenden. Ich bin dann... Ich bin mal raus. Gutes Nächte und bis morgen. Alles klar, Prof. Dann schlaf gut und träum was Schönes. Bis morgen. Oh, Liebes, habe ich vergessen, dir das zu erzählen? Ja? Du wusstest es? Ja, natürlich. Ich habe den Garten kreiert, also ne, erstellt. Ich bin allerdings auch mal raus. Ich muss noch nach Hause fahren. Alles klar, Lapis. Dann gute Heimfahrt. Dann schlaf gut und träum was Schönes. Ich werde auch gleich beenden und dann bis morgen. Und morgens für mich auch wieder. Hehehe. Mal sehen, wann ich morgen dazu komme. Als ich jünger war, hat sie den Garten erstellt. Okay. Und das bringt halt Erinnerungen zurück. Ciao. Was ist denn ein Broomstick? Ach, die ist eine Hexe? Die ist auf ihrem Hexenbesen herumgeflogen, hat die Dorfbewohner erschreckt und hat deren Kinder in Schweine verwandelt. Wenn es spät genug wird, kann ich gerne mal reinschauen. Als ob die mal früh streamt. Tatsächlich müsste ich montags mal schauen. Also in dem Falle heute, weil es ist jetzt der 12.12. Ui, ein kleiner Empties, ja. Und, naja, ich habe halt abends ein Meeting. Und theoretisch wäre das passendste, montags tatsächlich frühes, also früher zu streamen. Jetzt nicht früh morgens, da habe ich ja einen Termin. Ich werde wahrscheinlich erst gegen 10.30 Uhr oder 11 Uhr oder sowas zu Hause sein. Vielleicht sogar noch später, ich möchte noch den Allergietest machen beim Hausarzt. Ja. Ich bin tatsächlich gerade am Überlegen, ob ich vielleicht 15 Uhr rum, 16 Uhr rum oder so anfange, damit ich bis 20 Uhr streamen kann. Ja, das werde ich wahrscheinlich eh nicht hinkriegen. Das werde ich wahrscheinlich eh nicht machen. Aber diese Tage sind halt längst hinter ihr. Also die liegen halt längst hinter ihr. Da werde ich es leider nicht schaffen, reinzuschauen. Also höchstwahrscheinlich, so wie ich mich kenne, wird heute, also montags, der Stream nicht vor 21, 22 Uhr anfangen. Früher schaffe ich es wahrscheinlich eh nicht. Das ist halt so eine Sache bei mir. Ich bin eher Abendstreamerin. Und montags wird es halt nichts vor 21, 22 Uhr wegen dem Meeting. Für gewöhnlich. Also, ja. Mal sehen. Also sie kann sich lediglich noch ganz schwer und ganz, also ganz, ganz schwach daran erinnern, wie man einen ganz simplen, einfachen Fluch ins Nirgendwo schickt. Ab 21 Uhr streamen oder bis? Ab 21 Uhr. Also vor 21, 22 Uhr kann ich nicht anfangen wahrscheinlich. Oder werde ich wahrscheinlich nicht anfangen. Hab das leider nicht so ganz verstanden. Das macht nichts. Ich rede auch gerne ganz kompliziert. Ich und Erklären sind so, naja, zweierlei Welten manchmal. Dann kann ich reinschauen. Okay. Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall bis zum 24. bis einschließlich 24. jeden Tag ein Stream kommen. Aber ich kann halt nie genau sagen, um welche Uhrzeit. So wie ich mich kenne, halt immer abends. Mehr kann ich da so nicht sagen, weil ich keine festen Zeiten haben möchte. Oder habe. Aber jetzt husch. Du wolltest schlafen. Okay. Ich habe einen Follow hinterlassen, werde dich schon irgendwann wieder erwischen. Das ist richtig. Ansonsten, meistens schaffe ich es in letzter Zeit so zu streamen,
dass ich dann streame, wenn Prof noch live ist. Also es gibt die Möglichkeit, wenn er bemerkt, dass ich streame und mich raiden möchte und du bei ihm zuschaust, dass du vielleicht wieder über einen Raid reinkommen könntest. Nur eine reine Vermutung. Muss nicht sein. Ich erwarte auch nicht, dass er mich raidet. Das ist ihm überlassen. Es ist nur eine Vermutung, dass es möglicherweise passieren könnte. Mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Das tue ich jeden Tag, beziehungsweise jeden Abend. So, bevor ich es vergesse. Sie hat irgendetwas gekocht, bei dem sie denkt, dass wir es mögen könnten. Ein Token? Danke sehr, denke ich. Nein, ich danke dir dafür, dass du halt den Tag von einer alten Lady verschönert hast, verbessert hast. Kann ja auch eine Raid von wem anders sein. Das kann auch sein, ja. Mal sehen. Jetzt geht's aber ab. So. Also, wir haben ein Stat-Token und ein Skill-Token. Den Stat-Token. Oh, den können wir bei Moves reintun. Dann können wir dreimal angreifen statt zweimal. Aber ich wüsste nicht, bei wem wir das mit den Moves machen können. Ups, ich laufe wieder gegen Bäume. Ist ja nicht schon groß genug. So. Ja, es ist ihm nicht wichtig, wie wir heißen. So wie immer. Okay, wollen wir ein Skill upgraden oder lernen? Wir können Punch upgraden? To Ice Cold Punch oder to Uppercut? Was ist Uppercut? Ein klassischer Move? Liefert quasi einen betäubenden Schlag zum Gegner, sozusagen. Also, betäubt halt den Gegner. Betäuben, ja. Klingt schon mal ganz gut. Lass mich raten. Du hast irgendeinen seltsamen Namen, den du ihm geben möchtest. Nee, Uppercut klingt gut. Okay. Uppercut. Nehmen wir. So. Okay, wir sollen ihm keine Fragen stellen. So, wir haben Stat. Wir könnten Dexterity, also Agilität, beziehungsweise nicht Agilität, Geschicklichkeit, können wir bei dem Typen hier aufbessern. Wir könnten aber auch unsere Stärke nochmal auf 4 packen bei dem Typen, bei dem hier. Die Frage ist, wo finden wir jemanden für Intelligenz und jemanden für Moves? Echtzeit 0:08. Also bei mir ist noch 0:07. Magical Seeds. Achso, wir sollen das wieder weitergeben, um unsere Bekanntheit zu erhöhen. Können wir den nicht irgendwie wegwerfen oder so, den Brief? Da ist schon mal Bandit Nummer 1.
Ich habe niemals unter deinem Namen gefragt. Oh, Celia. Die erste Person, der wir unseren Namen vernünftig verraten dürfen. Weil sie uns echt nicht mal danach fragt. Du hast ihn gefunden. Jetzt sag bitte niemandem über unsere Vergangenheit, okay? Okay. Er meint wahrscheinlich ihn. Wer bist du? Okay, er hat keine Zeit für uns, weil er gerade wichtige Pläne macht. Was? Ich soll bei anderen Leuten halt nachfragen, also bei anderen Wächtern bzw. Wachen Bescheid sagen. Beziehungsweise nachfragen. Ich bin vielleicht mehr deren Typ. Das hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht. So, der sucht immer noch seine Harfe, die möchte er immer noch haben. Bei dir hatte ich, glaube ich, nichts. Ah ne, warte, das hatten wir gestern schon alles durch bei dem. Okay, die sagen nur das Gleiche. So, ich muss aber auch ins Bett. Um 5 raus. Gute Nacht zusammen und danke für den Stream. Stimmt, wir wollten beenden. See.